Herzlich willkommen heute zu Furchtlöscher. Du bist ein Jemand. Denn Gott hatte gar keine Zeit dafür, einen Niemand zu schaffen. Tatsächlich ist das eine unserer ganz großen Herausforderungen, unserer Ängste. Wir sind nicht groß genug, wir sind nicht gut genug, wir sind nicht schön genug. Die Frage ist, wer spricht dir deinen Wert zu? Wer sagt, wer du bist? Von Thomas Alva Edison, wahrscheinlich einem der größten Erfinder und Genies des letzten Jahrhunderts. Es gibt eine Momentaufnahme in seinem Leben. Eines Tages kam Thomas Edison von der Schule nach Hause. Es war in der Grundschule. Und er gab seiner Mutter einen Brief. Er sagte ihr, mein Lehrer hat mir diesen Brief gegeben und sagte mir, ich solle ihn nur meiner Mutter zu lesen geben. Die Mutter hatte die Augen voller Tränen, als sie las. Und sie las folgende Worte laut ihrem Kind vor. Ihr Sohn ist ein Genie. Diese Schule ist viel zu klein für ihn und hat keine Lehrer, die gut genug wären, ihn zu unterrichten. Bitte unterrichten Sie ihn selber. Viele Jahre nach dem Tod der Mutter, Edison war tatsächlich ein hochdekorierter, geehrter, von allen begeistert gefeierter Erfinder, durchsuchte er eines Tages die alten Familiensachen. Und er stieß in einer Schreibtischschublade auf einen zusammengefalteten Brief. Er öffnete ihn und fand den Zettel aus der Grundschule. Er nahm ihn herauf und las dort, Ihr Sohn ist geistig behindert. Wir wollen ihn nicht an unserer Schule haben. Edison weinte stundenlang. Und dann schrieb er in sein Tagebuch, Thomas Alva Edison war ein geistig behindertes Kind. Durch eine heldenhafte Mutter wurde er zum größten Genie seiner Zeit. Und ich dachte, genau, diese Mutter hatte was verstanden. Wert muss uns von außen zugesprochen werden. Und je höher die Autorität, desto stärker setzt sich der Wert in unserer Seele, in unserer Persönlichkeit fest. Von Mark Twain gibt es einen Rat. Dort sagt er, halte dich von Menschen fern, die deine Ziele einschränken wollen. Kleindenkende Menschen werden dich immer versuchen, klein zu machen. Aber wirklich großdenkende Menschen werden dir das Gefühl vermitteln, dass auch du groß werden kannst. Und liebe Freunde, ein Tipp, gerade an Leute, die vielleicht noch nicht verheiratet sind, such dir einen Ehepartner, der genau diese Herzenshaltung hat, der groß denken kann und der dir das Gefühl vermittelt, dass auch du groß werden kannst. Größe hat am Ende ihre Wurzel in unserer Identität in Gott. Gott hat dich nicht zum Versagen geplant. Gott schuf dich einzigartig. Du bist nach seinem Ebenbild gemacht worden. Göttliches Potenzial steckt in dir. Du bist außergewöhnlich. Vielleicht hast du diesen Film Sister Act schon mal gesehen, wo Whoopi Goldberg eine Nonne spielt. Irgendwann kommt raus, sie ist gar keine Nonne, sondern ein Showgirl aus Las Vegas. Als man ihr das sagt, da kommt diese mega schöne Szene. Sie dreht sich um, schaut ihren Leuten ins Gesicht und sagt, ich bin eine Schlagzeile. Und ich dachte, wow, du hast was verstanden. Bevor du geboren wurdest, warst du schon auf Gottes Schirm, auf Gottes Plan. Epheser 1, Vers 4 sagt, vor Grundlegung der Welt hat Gott dich schon erwählt. Er wusste, dass die Welt dich braucht und deswegen bist du zu dieser Zeit in dem Ort geboren, wo du hineingehörst. Er plante dich mit der Absicht, dich dort einzusetzen, denn niemand außer dir kann auf der Erde diese Aufgabe erfüllen, die dir zugedacht ist. Gott hat einen ungeheuren Preis für dich bezahlt.
als er dich versucht hat, in die Originalbestimmung zurückzubringen. Er nahm seinen Sohn, sandte ihn auf die Welt. Jesus kam, Jesus opferte sein Leben. Er wurde das Schuldopfer für unsere Schuld und Sünde. Er nahm diese Trennung von Gott auf sich, damit wir nach Hause kommen können, damit wir durch ihn Vergebung haben, damit Auferstehung auch in unserem Leben ist und wir vom Himmel her geboren wieder Kinder Gottes sein dürfen, um hineinzugehen in unsere Bestimmung, mit Gott zusammen in dieser Welt zu herrschen. In Johannes 3 sagt die Bibel, so sehr hat Gott dich und mich, hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, damit jeder, der an Jesus glaubt, nicht mehr in dieser Verlorenheit ist, sondern das göttliche, ewige Leben bekommt. Denn Gott hat seinen Sohn nicht gesandt, um die Welt zu richten, sondern durch ihn soll die Welt gerettet werden. Gott will dich retten und er will dich in diesen Rettungsplan einbinden. Jesus sagte zu seinen Jüngern nach der Auferstehung in Lukas 24, wird uns das gesagt, er sagt, hey, schaut euch doch mal meine Hände und Füße an. Wenn ihr an meiner Liebe zweifelt, schaut sie euch an. Und was war zu sehen? Die Nägelmale. Jesus hatte den Preis bezahlt. Jesus hatte die Schuld auf sich genommen. Jesus hat den Schmerz getragen. Er hat alles vollbracht für dich und für mich. Das ist seine Liebe. Das sind die Zeichen seiner Liebe. Du bist ihm so unglaublich kostbar. In Philipper 4, Vers 13 sagt das Wort Gottes, du kannst alles durch Christus tun, der dir dazu die Kraft gibt. Seine Kraft in dir, seine Liebe durch dich ist so ungeheuer wirksam. Heute sollst du über dich aussprechen, ich bin im Auftrag Gottes hier auf der Erde. Ich wurde geschaffen, damit Gott in mir und durch mich sein Leben auf der Erde leben kann. Der Herr und ich, wir sind Zusammenarbeitende. Wir teilen das Leben zusammen. Wir sind Sieger. Wir bauen Menschen auf und führen sie in ihre Bestimmung zurück. Ich bin ein Botschafter an Christi Stadt. Sei gesegnet. Vielen Dank, dass du uns zugesehen hast. Wenn du mit dieser Art von Predigt was anfangen kannst und uns unterstützen möchtest, dann würden wir uns freuen, wenn du uns bei betterplace.org oder direkt per Überweisung helfen könntest. Vielen Dank.